Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute am Sonntag. Heute geht es um 10 Fakten über Cocker Spaniel. Als ich mich damals über Cocker Spaniel informieren wollte, habe ich so gut wie keinerlei Videos bzw. kurze und prägnante Videos und Erfahrungsberichte über Cocker Spaniel gefunden. Deswegen hoffe ich, dass ich euch heute mit diesem Video einen kleinen Einblick in den täglichen Alltag mit Luna, unserem Cocker Spaniel, geben kann und ihr so sehen könnt, wie das Leben mit einem Cocker Spaniel sein kann. Beginnen wir also mit den Fakten. Cocker Spaniel sind sehr eigensinnig. Cocker Spaniel haben wirklich einen sehr starken Willen und wollen diesen auch immer durchsetzen. Das haben wir besonders gemerkt am Rückruf, der sich ziemlich schwierig gestaltet hat und auch immer noch ein Thema ist für uns. Weil wenn Luna zum Beispiel eine Fährte hat, dann verfolgt sie diese auch sehr gerne. Wir arbeiten da natürlich immer noch dran. Und ich muss sagen, durch die wöchentlichen kurzen Trainingseinheiten, die mit leckeren Leckerlis zusammen sind, dadurch klappt es schon deutlich besser. Cocker Spaniel sind liebevoll. Luna ist wirklich auf ihre Art liebevoll. Das äußert sich bei ihr dadurch, dass sie immer mit uns spielen möchte und so immer ihre Zuneigung zeigt. Sie kommt auch häufig zu einem so ran und schlägt einen dann ab, zum Beispiel an den Füßen oder an den Händen, was ja auch ein Zeichen für Liebe und Geborgenheit ist. Cocker Spaniel kommen gut mit Artgenossen zurecht. Dafür ist der Grundstein natürlich, dass der Cocker Spaniel eine gute Sozialisierung erfahren hat. Sonst gibt es da natürlich auch Probleme. Aber ich kann sagen, dass das bei uns eigentlich gar kein Problem war. Luna kommt sehr gut mit Hündinnen und auch mit Rüden zurecht. Cocker Spaniel ziehen an der Leine. Das konnte ich wirklich schon auch bei anderen Cocker Spaniel-Besitzern beobachten, dass es auch bei denen ein ziemliches Thema ist. Da muss man auch dranbleiben. Hier hilft natürlich auch nur konsequentes Training. Aber ich muss sagen, das hängt auch sehr mit dem Punkt 1 zusammen, mit dem eigenen starken Willen. Wenn Luna eine gut riechende Stelle hat, möchte sie da unbedingt hin und daran halt auch riechen, weil sie halt natürlich auch Stöberhunde sind. Und ja, da hilft wirklich eine konsequente Erziehung und das nicht schleifen lassen und immer wieder trainieren. Cocker Spaniel sind sehr anpassungsfähig. Das kann natürlich auch an ihrem Charakter oder allgemein an der Sozialisation liegen, aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass Luna auf neue Dinge Lust hat. Ob es jetzt der Maulkorb früher war oder jetzt ist es ihr Snoot, also ihre Hundemütze. Man muss dazu aber auch sagen, dass wenn wir draußen sind, Luna sehr ängstlich gegenüber unbekannten Gegenständen ist. Ob das jetzt eine umgeworfene Mülltonne ist oder ein Einkaufswagen. Da hat sie wiederum Angst vor. Cocker Spaniel sind Jäger. Das ist natürlich klar, Cocker Spaniel sind Jagdhunde, aber mir ist es auch wirklich erst vollkommen bewusst geworden, als Luna das erste Mal einen Hasen oder eine Katze gesehen hat und da natürlich hin wollte, immer hinterherrennen möchte. Das ist wirklich ein Thema, was entscheidend auch ist, ja, was uns auch schon zum Problem geworden ist. Cocker Spaniel sind verfressen. Aktuell wiegt Luna 10 Kilo. Sie hat aber auch schon mal 12 Kilo gewogen, wo uns dann der Tierarzt darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie doch lieber ein paar Kilo, dass ein paar Kilo runtergehen sollten. Das ist natürlich bei vielen Hunden so, dass sie kein Ende beim Fressen kennen, aber Luna ist auch draußen ein kleiner Staubsauger. Cocker Spaniel sind Wasserratten. Am Anfang, wo Luna noch kleiner war, hatte sie sehr viel Angst vor Wasser, aber als sie dann wirklich mal richtig drin im Wasser war, danach hat sie es dann geliebt. Sie möchte nun auch sogar im Winter ins Wasser. Cocker Spaniel sind laute Hunde. Ich muss sagen, Luna ist schon ein sehr akustischer Hund. Sie bellt auch gerne in der Wohnung. Wenn sie sich irgendwie ausdrücken möchte, dann tut sie das häufig durchs Bellen. Und auch wenn sie Angst hat oder wenn irgendwas komisch ist für sie, dann bellt sie. Passt also da auf, wenn ihr in einer Wohnung lebt. Das könnte schnell zu Ärger mit den Nachbarn führen. Cocker Spaniel sind Energiefreaks. Dieser Punkt liegt mir sehr am Herzen,
da ich das auch erst kürzlich so richtig realisiert habe und aus meinen Fehlern lernen musste. Bitte beschäftigt eure Cocker Spaniel mit ruhigen Aktivitäten, damit ihr allgemeines Energielevel nicht noch mehr gepusht wird. Ich habe das so erfahren, dass ich immer mit Luna mit so einem Ring gespielt habe. Dadurch ist sie natürlich immer so hochgepusht worden und durch dieses Schmeißen wird bei den Hunden Cortisol freigesetzt. Das ist ein Stresshormon und das kann bis zu 7 bis 10 Tage dauern, bis das richtig abgebaut ist wieder. Das hat sich auch in Lunas Laune geäußert, denn sie war immer sehr launisch. Jetzt haben wir schon mehrere Wochen nicht mehr mit dem Ring gespielt und sie ist schon ausgewogen auch. Dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben und euch meine Erfahrungen wiedergeben, wie das Leben mit einem Cocker Spaniel so sein kann. Bis nächste Woche. Ciao!